Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem erneuten Waffenspiel hier in Black Ops 2. Und gerade eben bin ich aufgestanden und es ist 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Es wird selten YouTuber geben, der 6 Uhr morgens aufsteht. weil. Ja, ich bekomme um 7 Uhr. Na, was? Oh nein. Oh mein Gott, der Kill wurde mir geklaut. Der Typ ist da drin, ne? Weißt du so? Oh, hinter mir! Was? Okay, der Typ ist. Ja, okay. Ich denke, der Typ ist eingeschlafen. Oh! Nein! Ich bin tot. Nein, ich bin tot, ich wusste es. Aber ich bekomme um 7 Uhr gleich Besuch. Was bedeutet, dass ich. Wow! Ja, okay, ja, ich hatte ein bisschen Glück. Oh! Da hatte ich ein bisschen mehr als so Glück. Oh! Nein! Ich habe vergessen, was für eine Waffe ich habe. Es ist tatsächlich mein erstes Game nach langer Zeit, was ich hier aufnehme. Ich komme. Vielen Dank. Oh, hinter mir. Hinter mir, vor mir, überall. Ja, wir spielen natürlich Black Ops 2. Das passt natürlich extrem zu meinem Black Ops 3 Hype. Ich weiß, einige Leute sagen, bitte hype das Game nicht, weil das Game hat sich verdient, gehypt zu werden. Die haben schon so viele CODs gehypt. Ich lese eure Kommentare natürlich. Ein paar Leute wissen es gar nicht, wie viele Kommentare ich eigentlich lese. Auf Daily Jest zum Beispiel lese ich täglich, also das wäre natürlich. Hier werden auch viele Kommentare geschrieben. Aber da zum Beispiel werden. Oh! Oh! Naja, ich bin wenigstens am Führen. Das ist das Wichtigste, schätze ich mal. Natürlich ist der Score auch wichtig, ne, aber. Dass man führt, das ist das Wichtigste ever. Das macht einen glücklich, Baby. Das will ich hören. Und. Es stimmt zwar, dass man nicht mehr vielleicht so ultra hypen sollte, aber ich tue es trotzdem einfach aus dem einfachen Grund, dass ich finde, der Hype ist einer der Sachen, die an COD am meisten Spaß machen. Also manchmal ist der Hype sogar besser als das eigentliche COD. Was hoffentlich dieses Jahr nicht der Fall sein wird. Aber es ist leider oft der Fall. Und das will ich, wie gesagt, ich will es nicht, aber so ist es halt normal. Vielen Dank, Buddy. Der Typ kommt von hier. Stimmt's? Nope. Wieso kommt da keiner rein? Ich bin ganz einsam. Ich glaube, die wollen mich alle gar nicht. Nicht einsamer Kerl. Oh! Na, wenigstens bin ich am Führen, dürfen wir nicht vergessen. Ich bin der Führer, der führt, hast du gehört? Nice, Baby! Ja! Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Nein! Oh, ich hätte nur abdrücken müssen. Oh. Was? Ja. Das hat auf jeden Fall sehr viel Sinn gemacht. So. Da hinten sehe ich welche. Komm schon, gib mir den letzten Kill mit der RPG, Baby! Ja! Oh, vielen Dank! Man kann sich für jeden Kill bedanken! Den die Spieler eingeben. Hier spawnen ziemlich viele, kann das sein? Ja gut, ich schätze mal, das war schon immer so. Nein! Nein! Oh, das wird schlecht. Das wird schlecht enden. Hey, Buddy! Nein! Das war wirklich schlecht. Okay, ich geb's zu. Ja! Jesus, der Typ wurde gerackt. Holy shit. Oh, genauso wie der. Na! Oh! Da wisst ihr, wie selten ich Personen überhaupt messer? Ja, von der Entfernung, genau. Schon okay. Wow! Oh, was? Ich bin nicht runtergefallen, komm schon. Oh! Oh, erstes Game gewonnen. Wisst ihr, wie motiviert das ist? Wir spielen natürlich noch ein, zwei Gun Games, dauern immer ein bisschen weniger. Also ich muss sagen, von den Toten her, ne? Aber wir haben gewonnen. Das ist das, was zählt. Nicht vergessen. Und das ist die Killcam. Beautiful Killcam. Alle wird da immer klatschen. Ich bin ein bisschen heiser, meine Stimme ist noch nicht aufgewärmt. Jetzt hört ihr meine Stimme, wenn sie nicht aufgewärmt ist. So klinge ich. Nächstes Game ist auf der Tür. Das ist in New York. So sieht so New York aus. Das macht bestimmt Spaß, da Urlaub zu machen. Ich habe das Gefühl, ich bin so wirklich müde. So, ich wusste, dass ich morgens aufstehen muss, aber so früh morgens stehe ich jetzt nicht auf. Also, ist ungewohnt für mich, sage ich mal. Aber das soll keine Ausrede sein. Aber vielleicht liegt auch der eine oder andere Tod eher da dann, sage ich mal. Oh, das war knapp, Baby. Das war extrem knapp. Oh, hinter mir. So viel. Oh. Ah, ja, er hat einen extrem Vorteil. Die erste Waffe ist einfach mal besser als die, als die anderen. Wisst ihr, was viele Leute als Fehler machen? Zum Beispiel, die schauen gar nicht auf die Map.
Also, natürlich, jeder hat die Map hier, aber zum Beispiel der. Der hat gar keinen Plan. Oh! So, da hat er. Ey, guck mal, er muss jetzt mal. Guck mal, ihr versteht, was ich meine? Er hätte mich sofort töten können, sofort. Weil jeder hat die Map, jeder hat gleiche Chancen. Ist nicht so, dass wir hier. Oh! Nice, vielen Dank. Oh, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nice. Oh, ich habe ihn noch bekommen. Wir führen, Baby. Oh, hinter mir. Hä? Ja, das war einer, der nicht Map-Gucker, so nenne ich sie. Davon gibt es leider viele. Oh! Aufpassen. Nice, Baby. Das will ich sehen. Bisschen mehr Konzentration. Wie jetzt von da. Na, oh, wow, 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 wow. Oh! Die werden gerackt, die Gegner. Diese Waffe ist nice. Die killt das Kid einfach mit 2 Schuss oder sowas. Oh! Da hat mich doch. Oh! Jesus, ich kann nicht glauben, dass es mein zweites Game ist. Nach etwas längerer Zeit. Oh, das war schlecht. Ah, okay. Ja, gut. Sniper, ne? Sniper ist immer so ein Ding. Das muss man nicht können. Obwohl, Snipen ist cool. Wo ist er? Oh! Also, langsam. Okay, ja gut, das war wirklich schwer, den zu bekommen. Dieses Game muss ich gewinnen. Ich glaube, wenn ich dieses Game nicht verliere, gewinne, dann fehlt etwas ganz. Oh! Jesus! Ah! Oh Mann, das wäre so gut. Sniper ist natürlich immer einfacher, weil die immer so oft verfehlen. Na, naja, gut, das war. Na. Nein, nein, nein. Ich bin. Oh! Hör auf, Wecker, Wecker, Wecker. Ups, sorry. Ich. Ja! Oh, was? Ich führe gerade. Komm schon. Yay, Baby! Oh, ich meine, von den Ton her ist es gar nicht so gut, aber allgemein, diese allgemeine Action, so nice. Dieses Gameplay war richtig gut. Ich weiß gar nicht, was war nochmal gut dran? Ah, ich glaube, diese eine Szene dort, wo wir hier quasi unten da in dieser, was ist, eine Garage? Ich habe keine Ahnung. Okay, vielen Dank fürs schöne Schauen. Wenn ich mir das Video vor euch erstmal stehen lassen, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie badass. Ihr sagt und liked dieses Video. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um unsere Nation beizutreten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer noch 3, 2, 1. Schabaski, Leute. Mein Name lautet Danny. Yes, willkommen back zu einem neuen badass Dienstag. Und ich habe euch gerade eben bei Twitter gefragt, was ich für den.